Ich bevorzuge Frühstücksflocken mit Joghurt. Ich bevorzuge Frühstücksflocken mit Joghurt. Ich bevorzuge Frühstücksflocken mit Joghurt. Hier frühstücken wir Tee, Käse und Wurst. Hier frühstücken wir Tee, Käse und Wurst. Hier frühstücken wir Tee, Käse und Wurst. Und ich nehme ein englisches Frühstück mit Eiern und Würstchen. Und ich nehme ein englisches Frühstück mit Eiern und Würstchen. Und ich nehme ein englisches Frühstück mit Eiern und Würstchen. Ich esse Früchte, ein Croissant und ich trinke grünen Tee. Ich esse Früchte, ein Croissant und ich trinke grünen Tee. Ich esse Früchte, ein Croissant und ich trinke grünen Tee. Magst du den Herbst? Magst du den Herbst? Magst du den Herbst? Was machst du im Herbst gerne? Was machst du im Herbst gerne? Was machst du im Herbst gerne? Ich weiß nicht wieso, aber der Herbst macht mich traurig. Ich weiß nicht wieso, aber der Herbst macht mich traurig. Ich weiß nicht wieso, aber der Herbst macht mich traurig. Im Herbst machen wir Blumengestecke aus Blättern mit den Kindern. Im Herbst machen wir Blumengestecke aus Blättern mit den Kindern.
Im Herbst machen wir Blumengestecke aus Blättern mit den Kindern. Der Herbst ist eine tolle Jahreszeit, um im Wald Spaziergänge zu machen. Der Herbst ist eine tolle Jahreszeit, um im Wald Spaziergänge zu machen. Der Herbst ist eine tolle Jahreszeit, um im Wald Spaziergänge zu machen. Im Herbst sieht man die schönsten Regenbögen. Im Herbst sieht man die schönsten Regenbögen. Im Herbst sieht man die schönsten Regenbögen. Ahornwälder sind wunderschön im Herbst. Ahornwälder sind wunderschön im Herbst. Ahornwälder sind wunderschön im Herbst. Ich liebe es, im Herbst mit dem Fahrrad im Park umherzufahren. Ich liebe es, im Herbst mit dem Fahrrad im Park umherzufahren. Ich liebe es, im Herbst mit dem Fahrrad im Park umherzufahren. Möchtest du mit mir in den Zoo gehen? Möchtest du mit mir in den Zoo gehen? Möchtest du mit mir in den Zoo gehen? Ich werde mit meinen Kindern in den Zoo gehen. Ich werde mit meinen Kindern in den Zoo gehen. Ich werde mit meinen Kindern in den Zoo gehen. Es gibt viele Tiere von allen Kontinenten in diesem Zoo. Es gibt viele Tiere von allen Kontinenten in diesem Zoo.
Es gibt viele Tiere von allen Kontinenten in diesem Zoo. Wir haben uns die Vögel angesehen. Pelikane, Flamingos und Geier. Wir haben uns die Vögel angesehen. Pelikane, Flamingos und Geier. Wir haben uns die Vögel angesehen. Pelikane, Flamingos und Geier. Es gab einen Elefanten, der mit seinem Elefantenkalb, seinem Jungen, spielte. Es gab einen Elefanten, der mit seinem Elefantenkalb, seinem Jungen, spielte. Es gab einen Elefanten, der mit seinem Elefantenkalb, seinem Jungen, spielte. Ich will unbedingt die Panda-Bären sehen. Sie haben solch ein niedliches Baby, Junges. Ich will unbedingt die Panda-Bären sehen. Sie haben solch ein niedliches Baby, Junges. Ich will unbedingt die Panda-Bären sehen. Sie haben solch ein niedliches Baby, Junges. Hast du gesehen, wie groß die Alligatoren und Krokodile sind? Hast du gesehen, wie groß die Alligatoren und Krokodile sind? Hast du gesehen, wie groß die Alligatoren und Krokodile sind? Die Löwen und Tiger sind sehr beeindruckend. Die Löwen und Tiger sind sehr beeindruckend. Die Löwen und Tiger sind sehr beeindruckend. Und die Giraffen? Wo sind die Giraffen? Und die Giraffen? Wo sind die Giraffen? Und die Giraffen? Wo sind die Giraffen?
Schau, die Gorillas und Schimpansen sind dort drüben. Schau, die Gorillas und Schimpansen sind dort drüben. Schau, die Gorillas und Schimpansen sind dort drüben. Wo wohnst du? Wo wohnst du? Wo wohnst du? Ich wohne in einem Haus in den Bergen. Ich wohne in einem Haus in den Bergen. Ich wohne in einem Haus in den Bergen. Es ist ein wunderschöner und friedlicher, ruhiger Ort. Es ist ein wunderschöner und friedlicher, ruhiger Ort. Es ist ein wunderschöner und friedlicher, ruhiger Ort. Von meinem Wohnzimmer aus kann ich die Bergspitze und das Dorf unten sehen. Von meinem Wohnzimmer aus kann ich die Bergspitze und das Dorf unten sehen. Von meinem Wohnzimmer aus kann ich die Bergspitze und das Dorf unten sehen. Im Sommer gehe ich wandern und sammle Kräuter und Früchte, um sie einzuwecken und Konfitüre zu machen. Im Sommer gehe ich wandern und sammle Kräuter und Früchte, um sie einzuwecken und Konfitüre zu machen. Im Sommer gehe ich wandern und sammle Kräuter und Früchte, um sie einzuwecken und Konfitüre zu machen. Am Abend schaue ich mir mit meinen Freunden die Sterne an. Am Abend schaue ich mir mit meinen Freunden die Sterne an. Am Abend schaue ich mir mit meinen Freunden die Sterne an. Im Winter bin ich Skilehrer und verbringe meine Tage auf den Pisten. Im Winter bin ich Skilehrer
und verbringe meine Tage auf den Pisten. Im Winter bin ich Skilehrer und verbringe meine Tage auf den Pisten. Ich wohne in einer Berghütte aus Holz, die meinem Vater gehört hatte. Ich wohne in einer Berghütte aus Holz, die meinem Vater gehört hatte. Ich wohne in einer Berghütte aus Holz, die meinem Vater gehört hatte. Ich liebe es, am Kamin zu lesen. Ich liebe es, am Kamin zu lesen. Ich liebe es, am Kamin zu lesen. Hallo, ich wollte dich morgen zum Abendessen einladen. Hallo, ich wollte dich morgen zum Abendessen einladen. Hallo. Ich wollte dich morgen zum Abendessen einladen. Toll, wer kommt alles? Toll, wer kommt alles? Toll, wer kommt alles? Antoine und Sandrine sowie Caroline und Paul. Antoine und Sandrine sowie Caroline und Paul. Antoine und Sandrine sowie Caroline und Paul. Super. Möchtest du, dass ich etwas vorbereite? Super. Möchtest du, dass ich etwas vorbereite? Super. Möchtest du, dass ich etwas vorbereite? Du kannst einen Schokoladenkuchen machen. Deiner ist immer so super. Du kannst einen Schokoladenkuchen machen. Deiner ist immer so super. Du kannst einen Schokoladenkuchen machen. Deiner ist immer so super.
Natürlich. Wann soll ich ungefähr zu dir kommen? Natürlich. Wann soll ich ungefähr zu dir kommen? Natürlich. Wann soll ich ungefähr zu dir kommen? Gegen 20 Uhr. Passt dir das? Gegen 20 Uhr. Passt dir das? Gegen 20 Uhr. Passt dir das? Ja, ich werde da sein. Ja, ich werde da sein. Ja, ich werde da sein. Erinnerst du dich an meine Adresse? Erinnerst du dich an meine Adresse? Erinnerst du dich an meine Adresse? Ja klar, keine Sorge. Bis morgen. Ja klar, keine Sorge. Bis morgen. Ja klar, keine Sorge. Bis morgen. Hallo, ich wollte mich bei der Bibliothek anmelden. Hallo, ich wollte mich bei der Bibliothek anmelden. Hallo, ich wollte mich bei der Bibliothek anmelden. Selbstverständlich. Füllen Sie bitte dieses Formular aus. Selbstverständlich. Füllen Sie bitte dieses Formular aus. Selbstverständlich. Füllen Sie bitte dieses Formular aus. Ich brauche auch Ihren Personalausweis und ein Passbild. Ich brauche auch Ihren Personalausweis und ein Passbild. Ich brauche auch Ihren Personalausweis und ein Passbild. Die Bibliothek ist von Montag bis Samstag von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Die Bibliothek ist von Montag bis Samstag von 9 Uhr
bis 18 Uhr geöffnet. Die Bibliothek ist von Montag bis Samstag von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Sie können sich in den Lesesaal setzen. Sie können sich in den Lesesaal setzen. Sie können sich in den Lesesaal setzen. Sie können sich auch Bücher ausleihen, aber nur für eine Woche. Sie können sich auch Bücher ausleihen, aber nur für eine Woche. Sie können sich auch Bücher ausleihen, aber nur für eine Woche. Jeden Donnerstag organisieren wir eine Lesung. Jeden Donnerstag organisieren wir eine Lesung. Jeden Donnerstag organisieren wir eine Lesung. Und einmal pro Monat laden wir einen bekannten Autor ein. Und einmal pro Monat laden wir einen bekannten Autor ein. Und einmal pro Monat laden wir einen bekannten Autor ein. Der Louvre ist eines der größten Museen der Welt. Der Louvre ist eines der größten Museen der Welt. Der Louvre ist eines der größten Museen der Welt. Er ist das meistbesuchteste Museum der Welt. Er ist das meistbesuchteste Museum der Welt. Er ist das meistbesuchteste Museum der Welt. Er befindet sich in einem alten königlichen Palast. Er befindet sich in einem alten königlichen Palast. Er befindet sich in einem alten königlichen Palast.
Man kann dort berühmte Gemälde sehen. Man kann dort berühmte Gemälde sehen. Man kann dort berühmte Gemälde sehen. Dort befindet sich die Mona Lisa von Leonardo da Vinci. Dort befindet sich die Mona Lisa von Leonardo da Vinci. Dort befindet sich die Mona Lisa von Leonardo da Vinci. Dort kann man auch Die Freiheit führt das Volk von Eugène Delacroix sehen. Dort kann man auch Die Freiheit führt das Volk von Eugène Delacroix sehen. Dort kann man auch Die Freiheit führt das Volk von Eugène Delacroix sehen. Der Louvre besitzt 300.000 Kunstwerke. Der Louvre besitzt 300.000 Kunstwerke. Der Louvre besitzt 300.000 Kunstwerke. Es gibt 7.500 Gemälde im Louvre, aber nur 3.400 werden ausgestellt. Es gibt 7.500 Gemälde im Louvre, aber nur 3.400 werden ausgestellt. Es gibt 7.500 Gemälde im Louvre, aber nur 3.400 werden ausgestellt. Hast du einen Sinn für Humor? Hast du einen Sinn für Humor? Hast du einen Sinn für Humor? Was ist für dich französischer Humor? Was ist für dich französischer Humor? Was ist für dich französischer Humor? Franzosen machen sich gerne lustig über Politiker und aktuelle Ereignisse. Franzosen machen sich gerne lustig über Politiker und aktuelle Ereignisse.
Franzosen machen sich gerne lustig über Politiker und aktuelle Ereignisse. Frankreich hat keine Humorkultur. Frankreich hat keine Humorkultur. Frankreich hat keine Humorkultur. Der englische Humor basiert auf dem Absurden. Der englische Humor basiert auf dem Absurden. Der englische Humor basiert auf dem Absurden. Jedes Land hat eine andere Art von Humor. Jedes Land hat eine andere Art von Humor. Jedes Land hat eine andere Art von Humor. Kann man über alles lachen? Kann man über alles lachen? Kann man über alles lachen? In Frankreich haben wir 11 Feiertage. In Frankreich haben wir 11 Feiertage. In Frankreich haben wir 11 Feiertage. Der Neujahrstag ist der erste Tag des neuen Jahres. Der Neujahrstag ist der erste Tag des neuen Jahres. Der Neujahrstag ist der erste Tag des neuen Jahres. Der Osterfeiertag ist ein Feiertag, dessen Datum sich regelmäßig ändert. Der Osterfeiertag ist ein Feiertag, dessen Datum sich regelmäßig ändert. Der Osterfeiertag ist ein Feiertag, dessen Datum sich regelmäßig ändert. Der 1. Mai ist der Tag der Arbeit. Es ist ein internationaler Feiertag. Der 1. Mai ist der Tag der Arbeit. Es ist ein internationaler Feiertag. Der 1. Mai ist der Tag der Arbeit.
Es ist ein internationaler Feiertag. Am 8. Mai feiern wir den Sieg der Alliierten im Jahre 1945. Am 8. Mai feiern wir den Sieg der Alliierten im Jahre 1945. Am 8. Mai feiern wir den Sieg der Alliierten im Jahre 1945. Vierzig Tage nach Ostern feiern wir Christi Himmelfahrt. Vierzig Tage nach Ostern feiern wir Christi Himmelfahrt. Vierzig Tage nach Ostern feiern wir Christi Himmelfahrt. Pfingsten ist ein anderes religiöses Fest, welches im Juni gefeiert wird. Pfingsten ist ein anderes religiöses Fest, welches im Juni gefeiert wird. Pfingsten ist ein anderes religiöses Fest, welches im Juni gefeiert wird. Und dann gibt es den 14. Juli, den Nationalfeiertag Frankreichs, der an den Sturm auf die Bastille erinnert. Und dann gibt es den 14. Juli, den Nationalfeiertag Frankreichs, der an den Sturm auf die Bastille erinnert. Und dann gibt es den 14. Juli, den Nationalfeiertag Frankreichs, der an den Sturm auf die Bastille erinnert. Danach kommt der 15. August, Maria Himmelfahrt. Danach kommt der 15. August, Maria Himmelfahrt. Danach kommt der 15. August, Maria Himmelfahrt. Der 1. November ist der Tag der Toten, das Allerheiligenfest. Der 1. November ist der Tag der Toten, das Allerheiligenfest. Der 1. November ist der Tag der Toten, das Allerheiligenfest.
Und am 11. November feiern wir den Waffenstillstand von 1918. Und am 11. November feiern wir den Waffenstillstand von 1918. Und am 11. November feiern wir den Waffenstillstand von 1918. Und schließlich der 25. Dezember, Weihnachten, wenn sich die ganze Familie trifft. Und schließlich der 25. Dezember, Weihnachten, wenn sich die ganze Familie trifft. Und schließlich der 25. Dezember, Weihnachten, wenn sich die ganze Familie trifft. Bist du manchmal schlecht gelaunt? Bist du manchmal schlecht gelaunt? Bist du manchmal schlecht gelaunt? Ja, immer wenn auf Arbeit oder zu Hause etwas Schlechtes passiert. Ja, immer wenn auf Arbeit oder zu Hause etwas Schlechtes passiert. Ja, immer wenn auf Arbeit oder zu Hause etwas Schlechtes passiert. Passiert das oft? Passiert das oft? Passiert das oft? Nein, normalerweise bin ich gut gelaunt. Nein, normalerweise bin ich gut gelaunt. Nein, normalerweise bin ich gut gelaunt. Was verursacht bei dir schlechte Laune? Was verursacht bei dir schlechte Laune? Was verursacht bei dir schlechte Laune? Zum Beispiel, wenn Menschen unhöflich oder rüde sind. Zum Beispiel, wenn Menschen unhöflich oder rüde sind. Zum Beispiel, wenn Menschen unhöflich oder rüde sind. Diese Sendung versetzt mich immer in schlechte Laune.
Diese Sendung versetzt mich immer in schlechte Laune. Diese Sendung versetzt mich immer in schlechte Laune. Letzte Nacht habe ich einen schlechten Traum gehabt und bin schlecht gelaunt aufgewacht. Letzte Nacht habe ich einen schlechten Traum gehabt und bin schlecht gelaunt aufgewacht. Letzte Nacht habe ich einen schlechten Traum gehabt und bin schlecht gelaunt aufgewacht. Liest du oft? Liest du oft? Liest du oft? Ja, ich lese sehr viel, vor allem klassische Schriftsteller. Ja, ich lese sehr viel, vor allem klassische Schriftsteller. Ja, ich lese sehr viel, vor allem klassische Schriftsteller. Ich liebe die russische Literatur. Sie ist so reichhaltig. Ich liebe die russische Literatur. Sie ist so reichhaltig. Ich liebe die russische Literatur. Sie ist so reichhaltig. Ich habe die japanische Literatur für mich entdeckt nach einer Reise nach Japan. Ich habe die japanische Literatur für mich entdeckt nach einer Reise nach Japan. Ich habe die japanische Literatur für mich entdeckt nach einer Reise nach Japan. Wir studieren gerade die klassischen französischen Schriftsteller. Wir studieren gerade die klassischen französischen Schriftsteller. Wir studieren gerade die klassischen französischen Schriftsteller. Don Quixote ist Teil des spanischen Literaturerbes. Don Quixote ist Teil des spanischen Literaturerbes.
Don Quixote ist Teil des spanischen Literaturerbes. Goethe ist einer der wichtigsten Autoren der deutschen Literatur. Goethe ist einer der wichtigsten Autoren der deutschen Literatur. Goethe ist einer der wichtigsten Autoren der deutschen Literatur. Gibt es denn eine bessere Möglichkeit, die Geschichte eines Landes kennenzulernen, als durch dessen Literatur? Gibt es denn eine bessere Möglichkeit, die Geschichte eines Landes kennenzulernen, als durch dessen Literatur? Gibt es denn eine bessere Möglichkeit, die Geschichte eines Landes kennenzulernen, als durch dessen Literatur? Ich würde gerne mit dir über amerikanische Krimis sprechen. Ich würde gerne mit dir über amerikanische Krimis sprechen. Ich würde gerne mit dir über amerikanische Krimis sprechen. Magst du Gesellschaftsspiele? Magst du Gesellschaftsspiele? Magst du Gesellschaftsspiele? Ja, meine Freunde und ich, wir treffen uns oft, um sie zu spielen. Ja, meine Freunde und ich, wir treffen uns oft, um sie zu spielen. Ja, meine Freunde und ich, wir treffen uns oft, um sie zu spielen. Welches sind deine Lieblingsspiele? Welches sind deine Lieblingsspiele? Welches sind deine Lieblingsspiele? Ich habe oft Monopoly gespielt, aber das Spiel dauert zu lange. Ich habe oft Monopoly gespielt, aber das Spiel dauert zu lange. Ich habe oft Monopoly gespielt, aber das Spiel dauert zu lange.
Ich spiele gerne Scrabble. Es ist ein gutes Wortspiel. Ich spiele gerne Scrabble. Es ist ein gutes Wortspiel. Ich spiele gerne Scrabble. Es ist ein gutes Wortspiel. Die Kinder spielen Pictionary. Man kann sie bis hier lachen hören. Die Kinder spielen Pictionary. Man kann sie bis hier lachen hören. Die Kinder spielen Pictionary. Man kann sie bis hier lachen hören. Kennst du neue Gesellschaftsspiele? Kennst du neue Gesellschaftsspiele?